Hallo und herzlich willkommen. Und sofort nach dem Intro geht's los. Also ich verstehe den Zusammenhang nicht, ne? Ach guck mal, nee, doch, am Baum geht's nicht, aber hier kann ich's hinstellen. Laufen die da nicht hin, wenn da kein Hof ist? Wie funktioniert das mit dem Hof? Was hat denn der für einen Sinn, der Hof? So richtig. Na, das ist interessant auch. Was hat der Hof für einen Sinn? Licht ist schon mal da. Wollen wir drüben auch nochmal Objekte, Lampe. Lalam. Wandlampen brauche ich nicht. Also Lampe, machen wir hier auch nochmal ein bisschen Licht auf dem Hof, ne? So, jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen Lieferungsengpässe. So. Wie sieht es jetzt aktuell mit den Leuten aus? Och, guck mal. 3 haben ernsthafte Beschwerden bloß. Das sieht gut aus. Beim Zeitplan gibt es extra die Einstellung Hofgang. Ah, und dann gehen die halt in den nächstgelegten Hof. Aha. Aha. Schaffen sie einen Duschtrakt. Na, ich bin auch eine Pappnase. Na, guck dir das mal an hier. Räume. Dusche. Dusche, 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 Dusche. Wir haben interessanterweise schon 2. Ich weiß gar nicht warum. Hier fehlt auch jetzt eine Sterne. Dürfte nichts fehlen. Schaffen sie Zellen für 40 Häftlinge. Es heißt, jetzt geht's los. Also, jetzt können wir anfangen. Erstmal ganz kurz. Was haben die noch für Probleme? 11 Häftlinge sind wütend, weil dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird. Aber die haben doch Telefonzellen. Was fehlt denn jetzt noch? Brauchen die einen Platz, wo sie sich treffen können mit ihrer Familie? Also ich gerade kann mir vorstellen, ich so als Mann, ich täte mich ja mit meiner Frau mal treffen wollen, ne? Also das, aber wo sind denn die Telefone? Hier ist doch ein Telefon. Und wir haben doch mehrere Telefone. Wo sind denn die anderen hin? Hier. Also Telefone sind ja da. Na, was brauchen wir denn dann? Also was brauchen wir denn dann, um das, was könnte ich jetzt machen, um denen das Gefühl zu geben, dass sie ihre Familie... Wir könnten mal ganz kurz gucken. Müllraum haben wir geklärt. Krankenstation? Putzmittelschrank. Also wir könnten natürlich mal in den Putzmittelraum auch noch irgendwo hinstellen. Wäre auch ganz cool, wenn wir es einfach hier unten drin hätten, ne? Kann ich einen Hauswirtschaftsraum hier irgendwo hinbauen? Das wäre vielleicht ganz nett, ne? Wo wir einfach eine Leichhalle hoffentlich nicht, aber Putzmittelraum und Personalraum und so, das könnte man ja auch schon ein bisschen machen, ne? Ich guck mal ganz kurz, ob wir hier oben noch Platz für sowas haben. Hier könnten wir natürlich, gibt's da irgendwie eine Mindestanforderung? 3x3 muss der sein und der muss 4x4 sein. Also brauchen wir 3x3 und 4x4. Wenn wir es in ein Haus bauen wollten, bräuchten wir 7x4. Dann machen wir 9x5 müsste groß genug sein. Also Fundament. 9x5 müsste gut groß genug sein. Also machen wir hier 5. Ja, komm, hier. Bauen wir hinten ran. Das machen wir so. Und wir machen eine Personaltür rein. Tür, Personaltür. So. Und dann müssen wir hinterher natürlich noch planen. Also 3x3. Ja, das ist, also hier kann ich eine Wand hinbauen. Das war's dann aber auch schon. Und dann haben wir noch übrig 2x5x5. Hoho, das ist aber knapp. Das ist aber knapp, du. Wände. Gemauert. Kann ich noch nicht machen. Okay, kann ich erst später machen. Ich muss es erst mal bauen lassen da oben. Die Tür ist schon mal da. Hauptsache die Tür ist schon da, bevor das Fundament sitzt, ne? So, dann müssen wir natürlich auch Leute, wir müssen die auch ein bisschen dafür sorgen, dass es denen gut geht. Wir brauchen Psychologen und so, ne? Dann fangen wir doch mal hier oben an. Wir machen mal noch ein bisschen Plan. Also wir haben jetzt hier, wir brauchen pro Zelle. Ach so, Raum zuweisen, ne? Zelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 2x3 ist die Mindestgröße. Kleiner, okay, die brauchen ein Bett und eine Toilette. Objekte. Bett. Nee, nicht Räume. Objekte. Ich hab doch gesagt Objekte. Bett. So. Jetzt guck mal, den soll es nicht so schlecht gehen. Nicht zu weich, nicht zu hart. Bequemeres Bett verbessert die Bewertung für die Zelle. Etagenbett. Ach komm, den soll es gut gehen. Mir wurscht. Aber du wirst, ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Toilette so neben dem Kopfkissen zu haben, das kann ich mir irgendwie auch nur sehr schwer vorstellen, ne? Das müssen wir irgendwie anders machen. Klo. Toilette. Und dann müssen wir irgendwie, die muss die, also das ist, da muss die irgendwie unten sein. Aber so direkt neben dem Kopfkissen die Toilette, also ich weiß nicht, Freunde. Die Zellen sind schon echt mickrig, ne? Das ist schon wirklich, was habe ich hier gebaut? Schon sehr clean, ne? Jetzt fehlt hier aber immer noch... Also das ärgert mich, was ist denn das? Was ärgert mich? Ein Postraum kann helfen. Effektiver ist es jedoch, einen Besuchertrakt zu errichten oder einen Postraum. Besuchertrakt. Räume. Einen Besuchertrakt. Gib mal her hier das Ding. Unterrichtsraum. Sport. Laden. Hallo. Wie wär's mit einem Besuchertrakt? Schlafsaal. Wenn sie mal alle zelten wollen, ne? Besucherraum. Okay, gibt's da Anforderungen? Gibt keine Anforderungen. Okay. Dann machen wir jetzt aber erstmal den hier fertig. Was ist denn? Och komm, wisst ihr, das nervt mich, dass ich jetzt die Wände einzeln bauen muss, weil hier ein Zaun ist. Was soll denn das? 1, 2, 3. Und dann machen wir hier. So. Aber da muss eine Tür hin. Personaltür. So. Und dann machen wir jetzt Räume. Personalraum muss der größere sein. Und hier. Wo ist jetzt der andere Putzmittelschrank? Hier. Gib mir mal größer auf den Sack. Wollte gerade sagen hier. Fehlgeschlagen. Sofa und Getränkeautomat brauchen wir. Sofa. Was die für Ansprüche haben, ne?
Und die 6 Quadratmeterzeile ist nicht das kleinste, was möglich ist. 3 Quadratmeter habe ich mal mein Häftling. Oh, und da kommen die da auch wirklich rein, ja? Sofa. Breites Sofa. Schmales Sofa. Was ist der Unterschied? Breites Sofa? Verkehrt rum, eine Wandstelle wäre auch noch witzig, ne? So, haben wir ein breites Sofa drin und Getränkeautomat. Jetzt geht's aber los. Automat, Automat, Automat. Getränkeautomat, hier. So. Dann können wir hier oben nämlich den Zaun nachher wegbauen, ne? Dann können wir jetzt wegnehmen, den Zaun. Aber erst, wenn die Wand steht, ehrlich gesagt. Aber von mir aus kann das auch erstmal sein, der Zaun. Was soll das? Sofa ist da. Wir können jetzt hier oben noch ein Radio reinstellen. Wisst ihr was? Das machen wir noch. Ich weiß doch nicht, ob das so... Oh, wir machen einen Fernseher. Komm, wir machen einen kleinen... Wir kriegen einen Mini-Fernseher. Ja, klar, dass das nicht geht. War logisch. Fernseher. Für die Angestellten. Hier. Alles für die Dackels. Alles für den Club. Versorgung. Stromkabel muss natürlich nach oben. Ist klar, logisch, ne? Ich hoffe, das reicht schon, aber ich denke mal, ich muss eher so hier. Und was brauche ich für den Putzmittelschrank? Guck mal, was ist denn bei dem hier? Ach, das klappt schon, oder? Bleichmittel. Haben die einfach hier drinnen liegen, alles klar. Ach, Luftralle. Super, bitte. Ja, schlaf gut. Ich gehe auch gleich. Ich mache auch gleich aus für heute. Das mit Wänden und im Haushalt muss man einmal verstehen und dann ist easy. Aber es klappt mit dem Schreiben nicht so. Okay. Ach, gute Nacht und einen schönen Abend noch, ne? Also, und dann morgen noch einen schönen Sonntag und so. Und ich mache jetzt hier noch einen kleinen Moment und dann bin ich aber auch für heute durch. Und morgen muss ich es kopieren, was ich heute schneiden wollte und so, und dann passt das schon. So, wir haben jetzt, Freunde, wir haben jetzt, wie spät haben wir es denn jetzt? 9:30. Naja, spät genug eigentlich. Wir haben jetzt hier unten, ich wollte jetzt hier unten einen Besucherraum bauen, ne? Ich brauche einen Besucherraum. Das heißt, hier ist Lieferantenraum, hier ist Elektrizität, hier ist Grasen und alles grün. Hier ist der Hof. Dann machen wir hier ist auch Quatsch. Die kommen ja hier nicht raus eigentlich. Das heißt, hier oben ist so das, wo ich noch was hinbauen kann. Da ist die Kantine. Das ist, dann machen wir hier oben Fundament. Dann machen wir hier noch... Leute, kriegt ihr euch unter Kontrolle oder was ist hier los? Oh Mann, ey. Ich bin gerade dabei. Besucherraum. Räume. Guck mal hier, die haben einfach... Jetzt gehen die zum Arzt hoffentlich. Okay, dann werden sie gepflegt. Und was ist mit den anderen? Sind die jetzt tot oder was? Verletzt. Ihr könntet kurz vielleicht, kann man, ich würde ja, guck mal, ich mache einen Arzt zuweisen, aber der kann nicht draußen rumlaufen, der muss im Krankenhaus zugewiesen sein, ne? Tja, das hat geholfen, ne? Also wirklich mal, Freunde, Aufstand ist durch, würde ich sagen. Ich kann mal zwar hier ein bisschen sauber machen, ne? Aber das hat erstmal gezogen hier. Das hat erstmal auf jeden Fall gezogen. Räume. Und wir gucken jetzt mal nach Besucherraum. Der muss einfach nur innen oder außen, Besucherkabine. Da machen wir einfach jetzt einen Raum hier oben hin, einen gemauerten. Und ich bastel jetzt mal hier einen Besucherraum hin. Dann machen wir einfach mal hier so, nehmen wir Kantine. Der braucht es auch nicht dolle groß sein, ne? Na, wir könnten das so machen. Hier, das hier oben ist sowieso Humbug. Wir machen das so hier, genau. Ich hoffe mal, dass das mit der Wand klappt, ne? Hier unten machen wir dann die Tür. Da machen wir eine ganz normale Tür. Räume, Wände und Türen. Türen, die müssten doch hinkommen, oder? Die müssten ja, meine Kollegen müssten da eigentlich hier lang hinkommen. Oder sag mal, müssten sie doch. Also machen wir jetzt hier unten, machen wir eine Besuchertür hin. Eine ganz normale Tür, hier. Jetzt schauen wir mal, was jetzt mit den Wänden passiert. Ob das klappt. Logisch ist jetzt natürlich von ganz, ja guck mal, da kommen sie außen rum, ne? Das macht nicht, das ist okay. Sobald sie das fertig gebaut haben, kann ich nämlich hier unten den Zaun wegmachen. Aber eher mache ich das nicht mehr. Das habe ich schon mal falsch gemacht heute. Das tue ich nochmal an. Lennox, bei Discord habe ich gesehen, ich nehme bei Discord keine Freundschaftsanfragen an, weil das zu viel ist. Aber du kannst im Discord-Server ja mit mir schreiben. Brauchst du nur bei Smalltalk reinschreiben. Alles gut und da können wir uns auf jeden Fall nett unterhalten. Der ist eingesperrt gerade. Der ist eingesperrt. Jetzt können wir aber hier den Zaun wegmachen, ne? Wände und Türen, Material, Wände abreißen. Die da. Was das jetzt ist, weiß ich nicht, ne? Aber hier sind auf jeden Fall... Ah, guck mal, hier ist... Ah, da ist eine Wand entstanden, vollautomatisch. Jetzt können wir hier eine Wand hinbauen. Wände, Ziegelwand, ne? So, und dann machen wir hier nochmal Wand abreißen, den Zaun hier und den Zaun da. Und jetzt müsste das doch gehen, oder? Aber ich finde das komisch. Hier ist doch keine Wand, oder? Das ist doch komisch hier. Na, also scheint so zu sein... Leute, ich bin doch schon drum, ich kümmere mich doch schon um euch. Leute, bleibt doch mal entspannt hier. Wir machen jetzt hier Besucherraum, guck mal. Leute, ich mache euch extra einen Besucherraum hin. Und hier brauchen wir nur noch Besuchertisch und Besucherkabine. Also, Besuchertisch. Objekte. Kann man auch mit dir auf Discord reden und wenn, wie kann ich Rollen geben? Du kannst es selber Rollen geben, indem du erstmal in dem ersten Raum, der mit 2 roten Bällen markiert ist, da kannst du dir die Rolle geben, dass du die Regeln verstanden hast. Was ist denn das? Wie funktioniert denn das? Nee, war das schon so. Und dann kannst du, sobald du das gemacht hast, dir noch andere Rollen geben. Nämlich zum Beispiel die, mit denen, was du gerne spielst oder so, ne?
müsste eigentlich dazu gehen. Ich müsste eigentlich hingekriegt haben, denke ich mir. Macht mal ein bisschen hin hier, Freunde. Des guten Geschmacks. Kommen wir jetzt nicht mit, das funktioniert hier nicht. Doch, der ist schon reingegangen. Ah, die kommen also jetzt wirklich von innen, ne? Licht ist da, Elektrik ist da, Tische sind auch drin. Die Wände waren noch kaputt, okay. Die Leitung war das. Die Leitung war das. So, jetzt haben wir doch hier auf jeden Fall schon mal einen Besucherraum. Was ist hier los? Wo geht er hin? Überdosis. Aha. Drogen genommen. Toilette ist ohne Wasser. Versorgung, Wasser. Unangenehm, ne? Kleines Rohr. Das läuft nicht ohne Toilette. Das ist unangenehm. Na, ja, machen wir einfach hier. Wie machen wir das nachher hier? Die Betten. Ja, machen wir die Betten hier unten hin. Das sind Toiletten da oben. Ist ja eigentlich egal. Machen wir erstmal so hier. Können wir ja später bauen. Aber hier ist auf jeden Fall. Da hat einer eine Überdosis gekriegt, wie es aussieht. Unangenehm. Er ist auf Discord, Regelbestätigung und dann im Kanal Rollverteilung oder so. Der Bombe, also der Markif hat es heute schon mal genau erkannt. Also im Discord, wenn jemand Roblox mit mir spielen will, mit mir quatschen will und so weiter, ne? Ist alles okay, aber in Discord reinkommen und noch nicht mal sehen, dass der erste Raum der ist, wo die ganzen Regeln stehen und wo eindeutig drinne steht, dass man bitte oben auf OK drücken soll, den fehlt auch so ein bisschen das Vertrauen, ne? So. Postraum kann auch helfen. Das heißt, jetzt brauchen wir noch einen Postraum. Also wir haben jetzt hier oben einen Besucherraum, ne? Guck mal, wie nett ich bin. Ich habe einen Besucherraum. Hier müssen jetzt natürlich nur Leute reinkommen. Weil das ist der Punkt. Also, wie kriege ich das hin, dass die jetzt da sitzen, ne? Das ist die Frage. Unterdrückt. Ist mittlerweile jemand im Krankenhaus? Warum geht das nicht? Warum ist denn bei mir nie jemand im Krankenhaus? Ach, guck mal, hier ist doch ein Besucherraum. Das hier ist doch der Besucherraum. Was soll das denn? Ach, komm. Ach, Mann, ey. Das ist ich Idiot. Wieso? Weil das hier nicht hinterlegt ist. Was bin ich denn für ein Trottel? Ach, jetzt haben wir zwei Besucherräume. Wie dumm ist das denn? Na, was soll's. Machen wir jetzt auch einen Besucherraum. Wo ist das jetzt nochmal? Dann machen wir hier einen Postraum hin. Ach, Mann, ey. Was für ein Schwachsinn. Das ist der Besucherraum. Und das ist der Postraum. Forstbetrieb, Rezeption. Vielleicht ist das die Rezeption? Oder wo ist da? Also, das ist jetzt die Sache, ist die Postraum. Also, Besucherraum, fehlgeschlagen. Das sind doch Besucherkabinen hier. Bin ich denn doof oder was? Das hier sind doch Besucherkabinen. Was ist das? Das sind doch die Besucherkabinen. Ja, Marki war jetzt schon nervös, den Finger. Ja, ist es so. Was ist das? Hä? Das ist doch genau das, was ich gerade hier umbauen wollte. Das hier sind doch Besucherkabinen. Objekte? Kabine. Gucke mal, das hier sind Besucherkabinen. Wenn die hier stehen, ne? Was genau ist denn jetzt das Problem? Warum sagt der hier, Besucherkabine fehlt? Also, was ist denn mit dem Spiel nicht richtig hier? Fakt ist, wir machen jetzt hier einen Postraum hin. Also, komm, Räume. Postraum. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Krankenstation. Gemeinschaftsraum. Forstbetrieb. Da können wir arbeiten gehen. Bücherei. Zwinger. Unterricht. Exporte. Okay. Kapelle. Bewährung. Rezeption. Sportsaal. Laden. Postraum. Gesperrt. Sie benötigen Gefängnisarbeit. Aha. Sie benötigen Gefängnisarbeit. Tja, na dann los. Extrazuschuss, Kredit, Steuererleichterung. Gerade für Gefängnisarbeit. Na dann los. Lernen wir das mal. Das ist ja doof. Oder ist das hier... Haben die hier keinen Zugang oder? Doch, da kommt der, okay. Also ich finde es ja nett gemacht. Guck mal, hier unten ist ein extra Besuchereingang wahrscheinlich, wo man dann quasi von hier oben die Gefangenen reinbringt. Sehe ich das richtig? Hier von hier kann es ja nicht sein. Aber von hier. Hier kommen die Gefangenen rein. Und von hier kommen die Gäste über die Rezeption oder hier rein, ne? Finde ich ziemlich fetzig. Und ich habe das jetzt hier ja falsch gemacht, weil ich ja hier quasi die freien Leute quasi reinbringe ins Gefängnis, ne? Also was ich hier gemacht habe, ist natürlich völliger Schwachsinn. Denn wenn, dann sieht das, kann das ja nur so richtig sein. Geht gar nicht anders. Muss ja so sein. Ja, Markim. Hier reicht Wasser nicht, guck mal. Da reicht der Wasserdruck nicht mehr aus. Woran liegt das jetzt? Ich brauche ein dickeres Rohr wahrscheinlich. Dann brauchen wir eben noch ein dickeres Rohr. Also, geben wir mal ein dickes Rohr. Wo ist denn das jetzt hier? Dickes Rohr. Großes Rohr. Großes Rohr. Dann ziehen wir mal hier ein großes Rohr nach hinten. Hä? Dann machen wir es eben so. So hier. Und dann machen wir ein kleineres Rohr. Einfach mal so lang. Dann wird es ja wohl gehen, oder? Also wenn das jetzt nicht geht, Freunde. Und dann legen wir hier noch ein paar Betten an. Also wir machen jetzt hier das gleiche auch. Wir machen jetzt die Betten. Objekte, Betten. Bett. Bequemes Bett. Wir haben die Kohle für bequeme Betten. Also gibt es auch bequeme Betten bei mir. Das Gefängnis der Superreichen. Und nicht hier gibt es keine Geringverdiener, Freunde. In diesem Gefängnis. Und das war noch Toilette, ne? Toilette. Hab ein bisschen Angst, dass es gleich wieder knallt bei mir. Also werde ich mir noch ein paar Wachen mehr zuweisen müssen. Hausmeister ist am Start. Eine Wache ist auch am Start. Brauche ich auch eine Bewaffnung? Oder was? Schießen die schon wieder? Ich brauche noch meine Leichenhalle, Freunde. Das ist so heftig, was du hier brauchst. Der ist Quatsch hier. Den können wir umändern, da können wir Leichenhalle draus machen. Was wir auch für machen. Was können wir denn hier für. Also das kann weg. Abreißen. Hier, was können wir hier machen? Postamt können wir nicht.
Also im Sprachchat reden, Lennox, geht, aber nicht heute. Das ist halt, dafür haben wir Livestreams, dass wir da einfach ein bisschen zusammen spielen können. Aber so private Gespräche, außer jetzt, du willst mir gerne was besonders Schönes hinschreiben. Danke, liebe Manu, für 100 Bits. Vielen, vielen Dank, ja. Wenn ich jetzt wüsste, ich jetzt hier jetzt einblenden könnte, wie viele du schon gespendet hast, ne? Das kommt bestimmt gleich. Das sieht man dann bestimmt gleich unten, dass du bestimmt schon 4000 oder sowas oder noch mehr. Ich habe das nämlich erst kürzlich gesehen. Warte, ich kann das sogar ganz provozieren. Warte, pass auf. Ha, provozieren. Da sehen wir das jetzt, ne? Bitmeisterin Manu, 4475. Vielen, vielen.